So, dann beginnen wir mal mit dem Splatfest. Herzlich willkommen zu Splatoon 3. Und ich schaue gerade an meine Decke und merke, ich habe da ein paar Fliegen. ja, die sollten eigentlich nicht hier reinkommen, denn meine Fenster sind mit Fliegengitter ausgerüstet, aber haben es dann doch irgendwie geschafft. Ja, moin. Gut, Stream, falls heute einer kommen wird, verzögert sich ein bisschen. Ich hatte einen kleinen Unfall, also nichts Schlimmes, ne, aber wir hatten so Bierkästen, die sind halt umgefallen und ja, Riesensauerei. Musste man alles auffischen. So, jetzt genießen wir aber ein bisschen das Splatfest. Triton-Zörn-Ratter haben wir ein bisschen mitgemacht. Und tatsächlich gewinnt Muri da. Ja, die krassen sind, glaube ich, auch bei Muri. Und Mantaro ist immerhin Zweiter. Also, Refusion, du musst dein Mako-Team carryen. Was ist da los? Ja, noch sind die ganz normalen Kämpfe verfügbar. Morgen gibt es dann Dreifarbkampf, wie immer. Und dann schauen wir mal, welche Waffe wir jetzt benutzen. Wir haben noch 4 vor uns. Und ich werde vermutlich den Kalligraphen nehmen. Aber ich muss dann noch die Sets anschauen. Und hier ist das Mantaro. Ne, das ist nicht Mantaro. Wo ist Mantaro? Ich finde auch cool das Logo, das oben, das Mantaro Normalo-Fan. Sehr cool. So, Kalligraph ist mit, ja, Tintenschauern slash Sprungbo hier ist auch not bad im Revierkampf. Dann haben wir den Regenschirm, den würde ich lieber competitive nutzen. Das hier vielleicht auch eher competitive. Und das gehört irgendwie auch competitive, aber ich glaube, das wird unsere Dreifarbkampfwaffe. Ja gut, hauen wir mit dem Kalligraphen. Ja, hauen wir die raus. Mal schauen, was damit so machbar ist. Ja, dann schauen wir mal, wie das so wird. Also ich versuche, in der gegnerischen Hälfte Sprungbojen zu verstecken. 3 kann man ja legen und wir spielen gleich mal gegen Team Mako. Alles klar. Natürlich muss man jetzt auch einfärben. Und ich glaube, Tintenschau ist auch gar nicht so bad. Das stört immer die Gegner so ein bisschen. Wenn man sich schnell an einen ran schleicht, kann man vielleicht sogar einen Kill damit holen. Dann kommt da jemand... Scheint nicht so... hä? Ist das ein Feind? Ah, ne, das ist nur der Regenschirm. Aber hier war noch jemand, oder? Gut. Stellen wir mal Bojen auf. Man hat auch Revierkampf in diesem European Championship da damals gesehen. Und, ja, da hat man auch sehr stark auf Teamkills gespielt und dann nebenbei eingefärbt. Weiß jetzt nicht, ob das hier auch funktioniert. Und hier noch eine hin. Perfekt. Die bleiben, glaube ich, auch bestehen. Ne? Wenn man die einmal nutzt, gehen die halt nicht weg. Jetzt müssen wir nur daran denken, wir haben leider keine Sekundärwaffe. Aber die werden schön zurückgedrückt. Und ich finde, actually, die Rot, die Mantaro hier als Teamfarbe hat, echt nice. Oh, da wollte ich abhauen. Aber gut, die Ult kommt gut. Ja, gut, mein Team... Carried hier. Ich bin halt so ein bisschen für den Support zuständig. Ja, dann färbe ich mal hier die Base ein. Wenn da vorne schon was läuft. Kann man ja auf der Karte schauen. Die kommen nicht so wirklich rein. Habe ich noch meine Bojen? Ja. Deine ist zwar jetzt auch dahin geschwommen. Das ist ein bisschen doof, wenn man halt alleine spielt. Ohne Comms. Ja, dann kriegt die Hälfte der Spieler das halt nur mit, dass Sprungbojen auf dem Feld sind. Aber happens, ne? Happens, happens. Ja, Leute, merkwürdige Frage, aber trinkt ihr Alkohol? Seid ihr alt genug dafür, oder? Ich persönlich trinke halt gar keinen Alkohol. Seit ich 18 bin. Oder 16. Ich glaube, Bier ist schon ab 16, oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, nee, das ist nicht so meins. Ich finde das halt sehr bitter und schmeckt mir halt gar nicht. Ne? Also ich bin dann lieber ein Fan von Softdrinks, weil ich kenne halt eine Menge Leute, die halt Bier trinken und dann halt quasi keine Softdrinks. Oder allgemein Alkohol, ne?
Auch Cocktails immer ohne Alkohol. Ja, ich brauch das nicht. Ich habe auch nie geraucht und so, ne? Also. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, merkwürdiges Thema. Ist mir halt nur so in den Kopf gerade gekommen, weil ich da diese. Also, es fand ich nicht, ne? Ich habe nur die Bierkästen wieder aufgeputzt. Aber, ja. Wir haben so eine dämliche Einfahrt. Da kann schon mal passieren, dass so Bierkästen verrutschen. Und wenn man dann ja die Tür aufmacht, dann fällt das alles raus. Ja, war eine kleine Schweinerei. Und wir haben ganz knapp gewonnen. Ja, immerhin schon mal was fürs Team geleistet. Und eine Menge Mangos im Team. So, neue Runde. Dieses Konfetti ist irgendwie neu. Aber was auch gesagt werden muss, heute, vor einem Jahr, kam tatsächlich Splatoon 3 raus. Ja. Wir feiern mit diesem Splatfest quasi das ein Jahr Jubiläum. Deshalb vielleicht dieses Konfetti. So, und diesmal geht's gegen Muri. Das wird ja dann ein bisschen schwitziger, weil. Also, zumindest bei mir sind die meisten, die halt echt krass in Splatoon sind. Die sind alle im Team Muri. Am Anfang wäre Muri halt vielleicht nicht so populär gewesen. Aber ja, ich glaube, sie hat ihre Fans aber so inzwischen auch gekriegt und das berechtigt. Es ist ein cooles Trio, ne? Am Anfang habe ich sie auch so ein bisschen gehatet. Ich wollte lieber meine Perla und meine Marina haben. Aber alles gut, alles gut. Ja, gerade im Story-Modus hat man halt ein bisschen Charakter von denen gesehen. Ohne großartig zu spoilern. Und ja, da haben die halt schon ein bisschen Tiefe gezeigt. So, und es scheint so, als sei dieser Mango-Clan echt krass. Gehen die nach Frankfurt zur EM? Nee, wie hießen die Deutschen, die jetzt dahin gehen? Ach, Name vergessen. Aber ja. Keine Ahnung, ob Mango vielleicht eher ein englischer Clan ist. In Polen gab es ja jetzt vor kurzem noch die Polen National. Auch wieder mit dem Ziel, das beste Team halt auf die EM zu schicken. Ja, da halte mich da mal auf dem Laufen. Falls irgendwer, der in dieser Community ein bisschen mehr mitkriegt, kann man dafür Tickets kriegen? Oder ist das schon zu spät dafür? Oder ist das so eine geschlossene Sitzung, wo nur die Spieler antreten, mit ihren Familien vielleicht? Oder kann man das actually auch als Zuschauer besichtigen? Ich war noch nie in Frankfurt. Außer auf dem Flughafen, aber ja. In der Stadt selbst weiß ich halt noch nicht. Oder es ist, glaube ich, nicht direkt in Frankfurt. Es ist bei Frankfurt irgendwo. Ich kenne mich da nicht aus, keine Ahnung. Jedenfalls, falls es da irgendwie Tickets gibt, bin nicht abgeneigt, nicht da aufzutauchen. Weil ich muss sagen, das Competitive Splatoon, was ich auf der Gamescom gesehen habe, hat schon Bock auf mehr gemacht. Nicht zum Mitspielen, aber Zuschauern wäre ich schon dabei. So, und wir spielen hier die klassische McDonald's-Kombo. Senf gegen Ketchup. Wer kennt's noch? Da spielt Mako ein bisschen aus der Reihe, ne? Was ist denn eine blaue Soße? Gibt es sowas überhaupt? Vielleicht mit Lebensmittelfarbe. Aber ich werde meine Pommes nicht mit blauer Soße essen. Ich sag's mal so, ne? Und die letzte Runde für heute. Nochmal in der Senkluft. Dann versuchen wir wieder, uns gegen Muri durchzusetzen. War ja vorhin eindeutig. 60%. Also echt krass. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben einfach ein richtig krasses Team erwischt. Weil, ja, ich habe jetzt halt auch nur eingefärbt, oder?
Vielleicht beim Schneiden fällt mir noch was auch auf. Ja, okay, das war ein guter Support. Sitzt hier vielleicht jemand? Eine Guya-Bomb. Ja, die geht aber sicher nicht auf mich. Ja, wobei sie ist in meiner Richtung, aber sie hat jetzt nicht wirklich dafür gesorgt, dass ich hier anfange mit Schwitzen. So, ich stelle aber auch natürlich meine Sprungbojen auf, weil ich glaube, die supporten doch ganz gut. Hier ist es halt ein bisschen anders als in der Straße, weil hier kann man die schlecht auf gegnerischen Positionen platzieren. Weil die haben halt da High Ground. Das ist dann immer ein bisschen bad, wenn man da landet. Und der macht hier meine Sprungbojen weg. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, mit dem lege ich mich da oben nicht an. Vielleicht von hier... was zum Teufel? Kinder, Kinder. Nix hier einfärben. Alles unsers. Wir müssen ja Mantaro unterstützen. Seid ihr auch im Team Mantaro oder habt ihr euch für ein anderes Team entschieden? Lasst es mich wissen. Ja gut, okay, die sind da vorne am Kämpfen. Wie viele Sprungbojen sind auf dem Feld? 3 Stück. Das müssten auch alle 3 von mir sein. Ich glaube kaum, dass die anderen mit Sprungbojen hier reingehen. Ich bin der einzige Dulli, der das halt fertig bringt. Aber gut. Wir haben ja noch eine kleine Challenge, ne? Bis zum Dienstag. Dann sind wir damit durch. Und dann gibt es ein bisschen Pause von Splatoon. Ne? Ich kündige das jetzt schon an. Nicht traurig sein, Splatoon kommt zurück, aber erstmal bis das der Herbst beginnt. Auf YouTube erstmal Pause. Außer es gibt irgendwas Wichtiges, was ich halt mitteilen soll oder das Spiel verändert sich krass, ne? Ja, ist halt nur so, weil ich brauche ein bisschen Pause, ne? Ich muss wieder ein bisschen aus diesem Tryhard-Modus raus. Und jetzt kannst du mal knapp werden. Ich benutze sogar jetzt eine Sprungboje. Ah, guck, die kann man 2-mal benutzen. Danach verschwinden sie. Hier sitzt jemand, oder? Ne? Okay, ich dachte das kurz. Oh, Blaster, Blaster, weg, weg, weg! Ah, jetzt verlieren wir. Jetzt scheint's so... Ja, ich glaube, die sind jetzt durchge... Ja, doch, deren Base ist bei weitem mehr eingefärbt. Hä, und trotzdem gewinnen wir? Was? Ja, okay, ich nehme das mit. Sehr gut. Ja, Freunde, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Noch viel Spaß beim Splatfest und man sieht sich dann morgen im Dreifarbkampf. See ya.